Es ist Freitag, der 31. August 2018. Hier ist eine Aufzeichnung für unser Politikblog, Sendung Macht und Menschenrechte. Wir stehen hier vor dem Gebäude des Bundesrates in Bonn und ich habe die Ehre zu sprechen mit dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, Herrn Thomas Krüger. Vielen Dank, Herr Krüger, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herr Krüger, was sind denn die Schwerpunkte der Bundeszentrale für politische Bildung? Also die Bundeszentrale für politische Bildung ist 1952 nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, ganz salopp gesagt, um aus Nazis Demokraten zu machen. Eine der Hauptaufgaben ist die Stärkung der Demokratie, Pluralität herstellen, Meinungsverschiedenheiten entsprechend abzubilden und sich dabei nicht festzulegen auf eine bestimmte politische Richtung. Unsere Aufgabe ist es, den Gedanken der Demokratie zu stärken und das so zu machen, dass eben die verschiedenen Stimmen auch zu Wort kommen. Nicht extremistische, sondern normativ-demokratische Positionen. Was tun Sie für das Grundgesetz selber? Wir versuchen in der praktischen politischen Bildungsarbeit verschiedenste Gruppen in der Gesellschaft zu adressieren und zu erreichen und den Geist des Grundgesetzes in seine verschiedenen Politikfelder zu übersetzen. Das fängt von Umweltpolitik an, geht über Gesellschaftspolitik, Sicherheitspolitik bis hin zu Jugendpolitik, bis hin zu Geschlechtergerechtigkeit. Alle diese Fragen spielen bei uns eine zentrale Rolle. Und wir sind eigentlich mit Schulmaterial, mit Hintergrundwissen, mit Online- und Printangeboten, mit großen Konferenzen und kleinen Seminaren, auch einer Förderung von ungefähr 2000 Seminaren im Jahr von verschiedenen Trägern der politischen Bildung, in dem gesamten Feld der Erwachsenenbildung außerhalb der Schule unterwegs. In den Schulen selber sind die Länder zuständig und organisieren das eben über die entsprechenden Schulämter. Das heißt, Sie haben, wenn ich es richtig verstehe, ein sehr breit gefächertes Angebot von Erwachsenenbildung, was Sie persönlich unterstützen als Bundeszentrale für politische Bildung. Und ansonsten unterstützen Sie die Länder mit deren Bildungsauftrag für die Schüler. Ja, wir versuchen den Ländern bei aktuellen politischen Themen mit Arbeitsmaterialien für den Schulunterricht unter die Arme zu greifen. Das machen wir in Abstimmung mit der Kultusministerkonferenz. Ansonsten ist es so, dass die Länder eigentlich in diesem Bereich eine eigene Zuständigkeit haben. Unser Hauptfeld ist eigentlich die öffentliche Meinungsbildung zu Sachverhalten, die uns alle umtreiben. Die zeitgeschichtliche Bildung spielt eine ganz enorme Rolle. Historische Bildung ist Teil der politischen Bildung. Und in diesem Zusammenhang geht es uns darum, Zivilgesellschaft auch zu aktivieren und zu stärken. Also es ist nicht Aufgabe der Bundeszentrale, nur immer auf die staatlichen Einrichtungen, Institutionen und Infrastrukturen zu gucken, sondern Menschen zu ermutigen, ihre Beteiligungsrechte in der Demokratie wahrzunehmen und diese Meinungsbildungsprozesse eben durch Hintergrundwissen zu unterstützen. Jeder soll sich seine eigene Meinung bilden und sich nicht durch uns irgendeine Meinung vorkauen lassen. In welchen Sprachen gibt es denn das Grundgesetz? Das Grundgesetz gibt es derzeit auf Deutsch, es gibt es noch auf Russisch, auf Türkisch. Ich weiß nicht, ob die gerade vorrätig sind, aber wir drucken die immer wieder nach. Und wir haben auch ein Grundgesetz auf Arabisch, was vor allem im Kontext der Geflüchtetenpolitik eine Rolle gespielt hat. Das wird sowohl von Geflüchteten selber gerne genutzt, als auch von Multiplikatoren, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagiert haben. Also wir versuchen, wenn man so will, die Schwellen so niedrig wie möglich zu halten, um eben verschiedene sprachliche Zugänge zu ermöglichen. Die Grundgesetze sind dann immer auch zweisprachig. Man hat die deutsche Fassung und daneben die fremdsprachige Fassung. Das bedeutet, Sie gehen auch schon auf die Migranten zu, lange bevor die Deutsch können, dass Sie das Grundgesetz schon vorher kennen lernen. Genau, es geht ja darum, dass die Gesellschaft, die von den Migranten aufgesucht wird, ganz bestimmte Normative hat, kulturelle Rahmenbedingungen hat, die man vielleicht aus der Herkunftsgesellschaft so nicht kennt oder es dort anders kennt. Und deshalb ist es wichtig, möglichst niedrigschwellige Zugänge, die auch nicht sprachabhängig allein sind, zu schaffen, damit die Leute sich hier sehr schnell orientieren können und sich auseinandersetzen können mit dieser Gesellschaft. Jetzt ist Deutschland ja nicht nur auf die Grundrechte des Grundgesetzes verpflichtet, sondern 8 Menschenrechtsverträge der UNO plus die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, mindestens 2 vom Europarat, dann die EU-Grundrechtecharta. Und die UNO hat Deutschland mehrfach kritisiert, jetzt konkret UNO-Zivilpakt mindestens 2-mal, Sozialpakt mindestens 2-mal und Frauenrechtskonvention 1-mal, dass in Deutschland in verschiedenen Bereichen nicht genug für die Bildung zu den Menschenrechtsverträgen der UNO getan werde. Was ist Ihre Erfahrung oder Ihre Antwort darauf? Also es ist so, dass eben in Deutschland auch nicht alles Gold ist, was glänzt.
Und deshalb ist es wichtig, dass man diese menschenrechtsbasierten Dimensionen in die Arbeit integriert. Wir haben zum Beispiel in der Bundeszentrale für politische Bildung immer auch menschenrechtsbasierte Arbeitsmaterialien für den Unterricht erstellt, gemeinsam mit dem Europarat den Kompass und den Compassito für die eher Jüngeren. Wir haben online ein riesiges Dossier zu den Menschenrechten, wir haben die Geschichte der Menschenrechte abgebildet. Das kann aber immer nur ein Teil sein. Es müssen auch zivilgesellschaftliche Akteure, die Kirchen, die Gewerkschaften, natürlich auch die Parteien und deren parteinahen Stiftungen in der politischen Bildung dieses Thema aufgreifen, weil die Menschenrechte sind kein Randthema. Das ist kein marginales Thema, sondern es gehört eigentlich im Sinne des Grundgesetzes, im Geiste des Grundgesetzes originär dazu, sich den Menschenrechten auch zu verschreiben. Nochmal zurück zum Grundgesetz. Beschäftigen sich Ihre Materialien auch vielleicht näher mit einzelnen Grundrechten? Ja, wir versuchen sozusagen auch für den Unterricht dann einzelne Grundrechte herauszugreifen. Wir versuchen um den Artikel 3 herum als Beispiel, was die Geschlechtergerechtigkeit betrifft und Geschlechterdemokratie betrifft, mit Trägern Seminararbeit zu leisten. Wir sind derzeit dabei, ein aktuelles Material für den Unterricht, für Berufsschulen und auch die normalen weiterführenden Schulen zu entwickeln, um diese Fragen zu reflektieren und zu diskutieren, weil unseres Erachtens nach immer noch sehr viele Vorurteile in dieser Gesellschaft existieren und diese Vorurteile oft geschürt werden von interessierter Seite, gerade auch von sozusagen einer Wiederbelebung besonders autoritärer oder konservativer Positionen, dass man da nicht mit der Zeit geht und die Vorteile von menschenrechtsbasierten, von geschlechtergerechten Gesellschaften stärker akzentuiert. Deshalb berichten wir auch über die Kritik an den Feldern, wo man Deutschland eben noch nicht zumisst, dass es seine entsprechenden Potenziale tatsächlich ausnutzt. Das heißt jetzt, wenn Deutschland zum Beispiel kritisiert wird von entsprechenden Institutionen, wo Zivilgesellschaft sich hinwenden kann, ob sie bei der UNO sind oder EU-Grundrechteagentur, genau. Oder Europarat hat ja auch einen Menschenrechtskommissar. Glücklicherweise gibt es auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Auch da gibt es jetzt sozusagen eine Institutionalisierung und eine stärkere Akzentuierung, sodass man darüber auch die Möglichkeit hat, in den politischen Diskurs diese Fragen zu spiegeln und zu übersetzen. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren zwar langsam, aber stetig doch die Bundesrepublik hier ihrer Verantwortung nachgekommen ist. Aber wie gesagt, wir sind keine perfekte Gesellschaft. Es gibt eine Menge Luft nach oben. Und wir müssen sozusagen aus allen Perspektiven dieser Gesellschaft daran arbeiten, diese Luft nach oben auch auszufüllen. Gibt es bestimmte Inhalte des Grundgesetzes, die Ihnen ganz persönlich am Herzen liegen, dass die bekannter werden, dass die mehr im Bewusstsein der Menschen sind? Ich glaube, dass im Wesentlichen die 19 Grundrechte ja diese Facetten, den Facettenreichtum abbilden, den unsere Gesellschaft und damit auch eine menschenrechtsbasierte Gesellschaft zu realisieren hat oder sicherzustellen hat. Also mir selber persönlich ist der Artikel 5 des Grundgesetzes, die Meinungs- und Kunstfreiheit, enorm wichtig, weil das macht eine Gesellschaft aus, wenn freie Geister auch frei reden können und nicht bevormundet werden. Durch wen auch immer, in welchem Interesse auch immer. Aber es gehört auch der Artikel 3, die Frage der Geschlechtergerechtigkeit, die Debatte, die derzeit um die Anerkennung eines dritten Geschlechts im Passwesen und überhaupt erfolgt, das gehört alles sozusagen zu dieser Frage dazu. Und wir haben jetzt, wie gesagt, aktuell ein Arbeitsmaterial für die Schulen, was sich mit dem Thema sexuelle Vielfalt beschäftigt. Auch da sozusagen ist diese Gesellschaft oft sehr konservativ, sehr zurückhaltend. Und wenn ich an die 50 Jahre des Queer-Movements in Amerika denke, was man da sich alles erarbeiten musste in einer freien demokratischen Gesellschaft, da ist sehr oft sozusagen für die Aktivisten hier in Deutschland noch zu viel Widerstand, zu viel Vorbehalt, zu viel Vorurteile da. Und die gilt es zu bearbeiten. Dazu sind wir in der Bundeszentrale für politische Bildung und als politische Bildner einfach in der Verantwortung und die nehmen wir auch wahr. Auch wenn es Ärger gibt, auch wenn wir dann dafür gescholten werden. Aber viel Feind, viel eher. Vielen Dank fürs Interview. Gerne.